Demetrio Lozano, zurück in Kiel für das Abschiedsspiel von Stefan Löfgren. Was bedeutet es für dich, bei diesem Spiel mitzumachen? Ist super, ja, wir hier spielen, wir hier in Osterhalle mit Stefan. Ja, super, ja, ich glaube, für alle Spieler in der Welt, ja, ist gut hier sein und hier mit Stefan diese Stunde, mit seiner Familie, mit allen Terbi-Fans. Für mich ist immer gut nach Kiel zurück. Was bedeutet Stefan Löfgren für den Handball in Europa, in Kiel, in Deutschland? Er ist am besten, ja. Viele Jahre mit THW Kapitän, viele Jahre in der Südische Mannschaft, Nationalmannschaft, Kapitän auch. Ein sehr netter Mann, sehr gut mit seiner Familie, sehr gut mit Fans, sehr guter Handballer, sehr guter Freund mit für Bier trinken. Er ist perfekt, ist ein super Guy. Ja. Du hast mal gesagt, er ist ein richtiger Gentleman. Wie hast du das gemeint? Genau, das ist ein. Ich glaube, ich sage das, aber auch alle Frauen sagen das. Er ist ein sehr hübsch und perfekt, ja, ein Mann, Chapeau, ja, ein Zen. Was passiert heute Abend noch nach dem Spiel? Was habt ihr vor? Weiß ich nicht, das ist eine Überraschung. Eine schöne Fest, sicher, ja, mit allen Freunden, alten Freunden, ja, auch neue Mannschaft von Derby, ein schönes Spiel, die Halle ist voll. Perfekt, ja, für Stefan ist perfekt, ja, wie seine Karriere, alles perfekt. Viel Spaß, ja, Dankeschön. Danke. Christian Schwarzer, Stefan Löfgren hört heute auf. Du hast mal gesagt, er war immer ein angenehmer Mit- oder auch Gegenspieler. Was heißt das denn? Ja, das ist natürlich im menschlichen Bereich gemeint. Aus sportlicher Sicht habe ich sehr gerne mit ihm zusammengespielt. Aus sportlicher Sicht gesehen war ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, weil er einfach ein absoluter Ausnahmespieler ist und deshalb hat schon Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen, aber aus sportlicher Sicht war es einfach nicht schön. Du hast ja selber aufgehört, kannst du ihm einen Tipp geben für das Leben nach der Karriere? Ja, im Moment merke ich noch nicht so viele Veränderungen, ich habe ein bisschen länger Urlaub, das genieße ich im Moment und das würde er wahrscheinlich genauso machen. Was wird dem Handball fehlen ohne Stefan Löfgren? Ja, eine ganz wichtige Spielerpersönlichkeit eben. Und ich bin mal gespannt, wie das der THW Kiel kompensieren kann. Jeder Interviewpartner muss zum Schluss noch ein Geheimnis lüften über Stefan Löfgren. Eine nette Anekdote erzählen. Fällt mir jetzt so direkt eigentlich nichts ein, muss ich ehrlich gestehen. Er war auch ein sehr, sehr guter Golfspieler. Wir haben es aber nur leider einmal geschafft, zusammen Golf zu spielen. Da hatte ich keine Chance gehabt. Vielleicht kann man das Gleiche nochmal, vielleicht sogar in Schweden, wiederholen. Vielleicht habt ihr jetzt mehr Zeit. Dankeschön. Dominik Klein, this outfit does not seem like the outfit from a handball player. Why? What is it like? Normally we have no helmets, but I have training all the summer and you see it's normal. My muscles are bigger and bigger in the summer and so I play so handball. Yeah? And to be honest? Of course. Of this game, we want to play for Stefan, and it was a great day. And he succeeded. He made the third kick. The third kick. So he had two times he not shoot in the goal. So, for him, it's the best. Stefan is about to end his career. What will be missing in Kiel? Stefan is about to end his career. What is missing in Kiel? I think nothing, because the number 10 in Kiel. Next year it's another one who will take this tricot or this sweatshirt, but everybody knows Stefan is a Kieler and we love him and we want to play for him. Finally, one last memory of you together with Stefan. He is my captain. Thanks. Johan, you just played a very important game. How did you like it? It was a difficult game, but it was a lot of fun. We lost the game, but I think Stefan will have his revenge in the second game. Okay, it was due to Stefan, of course, that you came here today. How did you face this day? I think it's an incredible day, and I think it will take a long time before I or someone in the handball region we'll see such a game one more time. So it's a big day for him and for all the people who's here. What did Stefan mean to you over these many years?
He's one of the best captains I ever worked with, ever played with, and inside and outside the arena, he is one of the most important people I played with. So of course, he's a big handball player. Have you got one nice memory in your head? You can tell us. You can reveal us. Many, but I'm not going to tell them today. Only one, please. Now it's. I think such things will stay with the team. Okay, thanks a lot. Thank you. Stefan Olsson, Abschiedsspiel für Stefan Löfgren, für deinen Landsmann, deinen langjährigen Teamgefährten. Wie war es denn? Ja, das war ein super Gefühl und auch ein bisschen traurig, so wenn das Spiel zu Ende geht, dass so eine schöne Zeit mit Stefan hier und THW zu Ende geht. Aber ich hoffe, er genießt das und es war echt super Stimmung da drin. Was bedeutet Stefan für dich? Ja, er bedeutet ziemlich viel. Erstmal war er... haben wir ziemlich viele Länderspiele gemacht und dann auch in THW Kiel einige Jahre und wir waren auch fast Nachbarn hier in Melsdorf und ja, ich habe den Chance gehabt, mit ihm zu spielen und auch den Person Stefan Löfgren richtig kennenzulernen und das gibt nur Positives über ihn. Was heißt denn richtig kennenlernen? Wie ist er denn? Was kennen wir nicht von ihm? Nein, also er ist auch privat, wie er so er ist, er in das Spielfeld, er ist immer freundlich. Er lacht gerne und kann mit jedem Mensch eigentlich umgehen und der ist ein super Typ. Wie ist er als Nachbar? Ja, der ist auch da. Er kann gut grillen und ein Bier ausgeben, so da hat er auch alle Punkte. Wie viel Bier wird er heute ausgeben? Ja, ein, zwei werden wir schaffen, glaube ich. Das glaube ich auch, Dankeschön. Magnus Wieslander, Abschiedsspiel für Stefan Löfgren heute, für deinen Landsmann und langjährigen Teamgefährten. Wie war es denn auf dem Parkett? 2x15, reicht die Luft noch? Ja, also mit dem Luft war es kein Problem, aber ein wunderschönes Gefühl, wieder in der Osthalle zu sein, für 10.000 Zuschauer. Ich weiß auch, dass es Stefan ein besonderer Tag ist, selbstverständlich. Und das ist so erlebt man nur einmal und in seinem Leben, glaube ich. Und das ist super. Also. Stefan hat gesagt, vor wichtigen Spielen war er nie so richtig nervös. War er denn heute so ein bisschen nervös? Hat er so ein bisschen gezittert? Das glaube ich schon und das ist nun nicht das Spiel, das ist auch viel anderes, was er geregelt hat und alles sollte klappen, Spiele hier und Spiele da und das ist nicht nur jetzt diese Minuten auf der Platte, sogar das gibt es viel mehr. Du hast ihn ja lange erlebt, ihr habt sehr viele Parallelen, sehr viele Titel gewonnen, beide kein Olympiasieg gewonnen. Wie hast du ihn erlebt, was hat er für dich bedeutet, was macht ihn aus, Stefan Löfgren? Also der ist ein hervorragender Kamerad und auch ein sehr guter, also ein super Mannschaftstyp und Kapitän gewesen. Ich glaube, der hat nie ein böses Wort über jemanden gesagt und der ist also sehr, sehr nett und lieb und hat immer Zeit für jeden. Wie war er als junger Spieler? Wollte er wirklich was lernen von euch? Wollte er Tipps? Was konntest du ihm beibringen? Also eins muss man wissen, dass Stefan Löfgren als ganz junge Spieler war nicht so gut. Ist alles richtig gut geworden mit 21, 22 so. Und dafür hat er sehr viel gekämpft und geackert, herzukommen. Also, und ich muss sagen, zu Anfang hatte viel von uns gelernt, aber zum Schluss haben wir auch von ihm gelernt. Okay, zwei Halbzeiten hast du schon geschafft heute. Wie wird die dritte heute Abend aussehen? Also ein bisschen länger als diese 2x15, hoffe ich. Das hoffe ich auch. Dankeschön.